Ja, die meisten von euch wissen es ja schon, sie ist nicht mehr unter uns und ist halt jetzt im Himmel und wurde halt viel zu früh weggenommen, also ist viel zu früh gestorben. Und dann meinte schon der Hofbesitzer, so total geschockt, ja, das Pony ist tot, das liegt ja unten tot auf der Wiese. Ich hab's, wie gesagt, erstmal gar nicht realisiert. Also ich stand da und meine Mutter ist direkt wieder zum Auto gerannt. Die war schon voll am Weinen, also sie hat sofort realisiert, dass sie jetzt wirklich nicht mehr da am Leben war. Und wollte gerade meine Mama halt meine Schwester anrufen, aber dann meinte ich halt zu ihr, dass ich das halt gerne machen möchte und ich ihr das erzählen möchte.